Ich bin Britta von Plötzlich Kreativ. Heute möchte ich euch eine kleine Matchbox zeigen. Die habe ich nochmal gemacht mit dem Produktpaket Orientpalast. Das gibt es ja noch bis zum 31.05. als Produktpaket. Ihr könnt die Produkte danach aber auch einzeln im neuen Katalog bekommen. Und ja, eine kleine Matchbox für ein Rittersport Mini. Und ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Und zwar braucht ihr als erstes ein Stück Farbkarton. Ich habe Vanille pur genommen. Und zwar ist das dieser extra starke Farbkarton Vanille pur. Und da braucht ihr ein Stück 2/5/16. Das sind jetzt alles ein bisschen krumme Maße, da braucht ihr euch aber nicht dran stören. Die Zentimeter blende ich euch hier oben ja wieder ein, wie immer. Und wer mit Inch arbeitet, der kann auch mit den kleineren Inchmaßen was anfangen. Also, wir brauchen 2/5/16. Und 5/3/8 mal 5/3/8. So, und das wird gefalzt bei 2/1/16, bei 2/9/16, ja, bei 4/5/8. Und bei 5/1/8. So, das ist dann die Hülle, die wir gleich haben. Und jetzt brauchen wir noch ein Stück für die Box. Und zwar 3 Inch mal 3 1/4 Inch. Und das falzt ihr rundherum bei 1/2 Inch. Das lege ich mir hier auf dieser Seite an, also nicht wundern. Das geht dann besser auf der kurzen Seite. So, einmal rundherum bei 1/2 Inch. Dann brauchen wir noch für die Hülle, die habe ich ja mit Designerpapier Orientpalast dekoriert. Da brauchen wir noch mal ein Stück. Die Hülle, das ist 2/3/16 und jetzt brauchen wir also diesen Streifen, dann brauchen wir zwei Stücke, zwei größere Stücke für die Seiten und zwei schmalere Stücke für die. Das heißt, dieses Stück schneiden wir jetzt nochmal in 1/15/16, also knapp 2 Inch. Zwei Stücke und zwei Stücke, dann möchte ich gleich die andere Seite nehmen, 3/8 Inch. Das sind ja so schmale Streifen. So. Die beiden habe ich für die Seiten und das für oben und unten. So, das klebe ich mir jetzt auch erstmal auf. Und zwar möchte ich die großen Flächen so und die kleinen entsprechend mit der anderen Seite des Designerpapiers beklebt haben. Also ich nehme gerne, habt ihr vielleicht schon bemerkt, eine Pinzette, weil ich das dann einfach auch schneller, ich saue mir die Hände nicht so ein mit dem Kleber und ich krieg's auch schneller gegriffen und kann es auch ein bisschen besser, habe ich festgestellt, tatsächlich ein bisschen besser platzieren, dass ich mir halt angucke, wo ich es hinhaben möchte und das ein bisschen besser ausrichten kann. Das muss aber jeder für sich selber feststellen. Ich habe es halt so für mich festgestellt, dass ich mit der Pinzette ganz gut klarkomme und seitdem, ja, ich nehme die eigentlich schon, benutze die schon eine ganze Zeit und gerade diese kleinen Stücke,
die so filigran sind, wenn ich da mit den großen Fingern das anfasse und dann auch noch recht, also möglichst gerade irgendwo aufkleben möchte und genau platzieren möchte, da ist halt die Pinzette wirklich ein guter Helfer, dass man das auch gerade hinbekommt und noch ein bisschen verrücken kann. Das ist ganz schön. So. Das schon mal fertig. Das kann noch mal ein bisschen anziehen, der Kleber. Wir machen jetzt schon mal eben die Box fertig. Und zwar schneidet ihr an zwei gegenüberliegenden Seiten diese Laschen ein. So, dass ihr hier die Laschen habt. Und an der gegenüberliegenden Seite, weil sonst schneidet ihr die aus Versehen ab. Also immer darauf achten, die gegenüberliegende Seite. So, und das werden unsere Klebelaschen. Die werden jetzt noch eben ein bisschen angeschrägt, damit die besser gleich auch passen und nicht überstehen. So. So, und jetzt falte ich eben die Falzen nach. Das muss ich nicht unbedingt mit dem Falzbeil machen. Für die Box, das geht auch. Ist ja relativ klein. Das geht auch mal eben so, wenn ich das. Ihr könnt aber natürlich auch das Falzbeil nehmen zum Nachfalzen. Nachfalten. So. Und jetzt klebe ich hier diese Laschen. Da trage ich ein wenig Tombow auf, nicht zu viel. Das quetscht euch nämlich raus. Und drehe die Laschen so um und klebe die hier fest. Und zwar schön, dass die Kante schön bündig ist und da nichts übersteht. So, und da nochmal. Schön bündig die Kante an die Falz. Ein bisschen festdrücken. So, jetzt die andere Seite. Da trage ich auch Tombow auf. Und wie gesagt, nicht zu viel. Das quetscht euch da nämlich raus. Das ist dann nicht schön. Ihr habt dann den Kleber erstmal an den Fingern und ja, man kann ihn dann ja auch schlecht von der Box wieder wegbekommen. Das heißt, das Papier ist dann ja auch voll mit Kleber. Immer nur ein bisschen, also mit dem Tombow wirklich sehr sparsam umgehen. So, und die ist schon fertig. Da passt genau ein Stück Rittersport rein. Jetzt kommt noch diese Box. Da gehe ich tatsächlich einmal mit dem Falzbeil die ganzen Falzen nach. So, und jetzt nehme ich mir, hier ist der Klebestreifen, den knicke ich mir um. So, und kann das so gleich zusammenkleben. Das geht dann immer ein bisschen besser, als wenn ich das so in der Hand, so wieder nicht zu viel Kleber, eher ein bisschen sparsam sein und das Ganze hier zusammenkleben. Und zwar so, dass ihr schön bündig, ich weiß nicht, ob man das jetzt so auf die Schnelle sehen konnte, diese Kante von dem Unterteil auf die Falz, dass das mit der Falz hier schön abschließt. So, das ist im Grunde schon fertig. So, jetzt möchte ich ja noch ein bisschen dekorieren. Dafür nehme ich mir ein Stück Farbkarton und ich nehme mir das Stempelset Schönheit des Orients. Dann nehme ich mir dieses Motiv raus und das möchte ich gestempelt haben in der Farbe Feige. Das ist ja eine der neuen N-Colors aus dem neuen Katalog. Und damit das der Stempelabdruck ein bisschen besser wird, nehme ich die Stempelmatte darunter. So. Dann habe ich hier ja auch den Spruch in die Mitte gestempelt.
Den möchte ich hier auch in der Farbe Feige haben und den stempel ich tatsächlich auch jetzt schon in die Mitte. Die anderen Stempel, die ihr hier seht, also hier diese kleinen Blümchen und dieses Ornament, das stempel ich gleich erst, wenn ich es ausgestanzt habe, weil ich es dann ein bisschen besser sehen kann, wo die einzelnen Stempel hinkommen. Möchte ich das in Feige? Nein, ich möchte das lieber in Meeresgrün haben. Also lege ich Feige mal eben weg. Nehmen wir Meeresgrün. Auch eine der neuen In Color. Und das sollte jetzt nicht passieren. So. Und stempel wieder hier schön in die Mitte. Und nun stanze ich das Ganze mit den Orient-Medaillons, mit den Pinlits aus. Und zwar nehme ich da diese beiden Formen. Und das hatte ich euch ja schon mal in der Vergangenheit in einem Video gezeigt, dass ich die mit, wenn ich die ausrichte, dass ich die mit Washi-Tape fixiere, damit mir das nicht verschiebt. Und vor allen Dingen brauche ich dann jetzt auch nicht zweimal, also es verschiebt nichts und ich kann diese beiden Formen tatsächlich in einem Rutsch auch ausstanzen. Ich nehme dafür immer ganz billiges Washi-Tape, also nicht das gute von Stampin' Up, das ist mir ein bisschen zu schade, das nehme ich lieber für Karten oder ja, halt für die schönen Sachen. Und hierfür zum Ausstanzen, da nehme ich günstiges Washi-Tape. Das habe ich mir irgendwann mal, ich weiß gar nicht, gibt es ja überall zu kaufen. So, und das fixiere ich jetzt hier. Und dann kann ich nämlich diese beiden Teile auch in einem Rutsch ausstanzen. Und es verrutscht nichts. Ich brauche es nicht zweimal auflegen. So, das mache ich mal eben. Die Big Shot steht bei mir auf einem anderen Tisch. Weil ich hier auch nicht genug Platz habe. So, und jetzt löse ich das vorsichtig wieder. Und Washi-Tape hat ja den Vorteil, dass man es sehr gut ablösen kann. Trotzdem ein bisschen vorsichtig. So. Die beiden kommen weg. So. Das habe ich jetzt schön ausgestanzt. Jetzt möchte ich hier in den Ecken noch dieses, habt ihr das gesehen? Dieses Ornament möchte ich in die Ecken setzen und zwar mit Meeresgrün. Und das kann ich ganz einfach besser hier reinsetzen, weil ich das ja gleich hochbiege. Das kann man ja hier hochbiegen. Mir gefällt es besser, wenn ich es hinterher mache, wenn ich es da vorher reinsetze. Ich kriege es irgendwie nie so hin, dass es dann auch wirklich auf diesem ausgestanzten Teil ist, sondern es ist ein bisschen zu weit unten oder ein bisschen zu weit oben. Das sieht dann mal nicht so schön aus und deswegen mag ich das gerne, mache ich das halt gerne hinterher. Also ich stanze erst aus und hinterher stempel ich diese kleinen Ornamente dann einmal in die Runde dahin, wo ich sie hinhaben will. So, das war das. Und nun möchte ich noch in der Farbe Feige da zwei Blümchen draufsetzen, zwei Blätter. Also das ist dieses kleine Ornament, das ist wirklich ganz, könnt ihr das sehen? Ganz mini. Aber eins meiner Lieblingsteile. So, das nehmen wir in Feige nochmal. Und zwar einmal hier oben drüber. Und dann drehe ich das um. Und einmal hier unten. So. Na, das ist jetzt schief geworden.
Also ihr macht es dann natürlich genau untereinander, wenn ihr das nachbastelt. Bei mir ist es jetzt schief geworden, ein bisschen. Da war ich ein bisschen zu schnell und habe zu wenig geguckt. So, die Matte kann weg. Das Stempelset kann weg. Nun brauchen wir nämlich diesen schönen Goldfaden, das Metallic-Garn. Und das legt ihr euch hier ein Ende, haltet ihr mit Daumen und Zeigefinger fest und wickelt das jetzt ein paar Mal so um die Hand. Schneidet das dann hier ab. So, und jetzt drehe ich das um. Und hier oben auf die Rückseite mache ich ein kleines Stück Fast Fuse. So, und da klebe ich, Vorführeffekt, da klebe ich die Enden des Metallic Garns hin, dass die da fest sind. So, nun kann ich schon vorher Kleber auftragen, aber ich muss ja auch noch das mache ich halt immer hinterher, weil ich auch irgendwo festhalten muss. Ich muss ja noch diese Ecken hochbiegen. So. Und nun trage ich hier noch Kleber auf. Weil das jetzt mit dem Fast Fuse etwas kompliziert wird, weil ich ja keinen richtigen Untergrund habe, nehme ich dafür nochmal den Tombow. Den nehme ich ja eh gerne, weil man damit noch ein bisschen wieder ausrichten kann. Und wenn es nicht ganz gerade ist. So, nun setze ich das hier schön mittig drauf. Drück es ein bisschen an. Und fertig ist die kleine Schachtel. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.